Herzlich willkommen im Bürstenmuseum Todtnau. Schön, dass Sie da sind. Ich bin der Lorenz Wunderle, der erste Schwarzwälder Bürstenhändler. Man kann sich natürlich fragen, warum braucht es hierfür ein Museum? Die Antwort liegt auf der Hand. Ohne die mutigen Bürstenmacher von damals und ohne die innovativen Unternehmer von heute wären wir alle nicht da, wo wir heute sind. Todtnau hat jetzt seit dem September 2020 ein lang ersehntes Projekt bekommen, ein Bürstenmuseum, was die Geschichte darstellt von der Pike, wie wurde damals eine Bürste gebaut und entwickelt, bis zur heute modernsten Technik, und darauf sind wir sehr, sehr stolz. Heute haben wir es, glaube ich, in einer Dimension, wo wir sehr lange große Freude daran haben werden. Als Enkel von Anton Zauranski, dass es gelungen ist, in Todtnau tatsächlich ein Bürstenmuseum zu errichten. Dazu haben viele Leute viele Jahre gearbeitet, gell? Und die Exponate sind wunderbar, vor allen Dingen, dass es gelungen ist, über die vielen Jahrzehnte diese Exponate noch zu finden, beziehungsweise dass sie erhalten worden sind. Ich glaube, es ist eine große Bereicherung für die Stadt Todtnau. Viele Sachen zusammengetragen von der Gründerzeit bis in die heutige Zeit. Es ist sehr informativ und mit sehr viel Herzblut alles eingerichtet. Das Tolle an der Todtnauer Bürstenindustrie ist aber nicht nur die Geschichte, sondern dass es auch heute noch hier in Todtnau international tätige Unternehmen gibt. Die Todtnauer waren halt schon immer innovativ und tüchtig. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß im Museum. Bis gleich.